Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 8. April 2022. Neben mir sitzt ein vorbereiteter, konzentrierter, sehr gut aussehender Mann namens Andreas Popp. Guten Morgen. Ich wundere mich immer, wie du solche wunderbaren Worte findest, die ja eins zu eins wirklich passen. Und ich stimme dem komplett zu. Ja, wir haben heute einen wirklich schönen Frühlingstag. Wieder einmal, die Tage jetzt in den letzten Tagen, die sind jetzt wärmer geworden. Die Temperaturen gehen in die Zweistelligkeit. Das finde ich gut. Und zwar ins Plus und nicht ins Minus. Der Himmel stahlblau, die Sonne scheint. Wir erwarten ein wunderbares Frühlingswochenende. Der Himmel stahlblau, zwischen den Bergen liegend. Es ist also wunderbar, wie man es nicht besser eigentlich beschreiben kann. Man müsste es eigentlich sehen. Ja, und ich habe heute auch ein Erfolgserlebnis gehabt. Ich war im Gewächshaus und habe die Spinnmilben vernichtet. Das kann nämlich schon mal passieren, dass eben auch so Schädlinge kommen. Das gibt es immer im Leben. Und die Frage ist, wie man denen zu Leibe rückt. Wer so etwas hat, dem kann ich nur empfehlen, eine Bio-Seife, eine flüssige, mit Wasser verdünnt. Das ist ganz organisch, das ist ganz biologisch. Die Pflanzen abbrausen und dann dieses Zeug drauf. Das habe ich jetzt nur so 2 Wochen gemacht und alle 3-4 Tage gesprüht. Andreas, ich sehe an deiner Miene, dass sich das wahnsinnig interessiert. Naja, also ich habe ehrlich gesagt gar nichts gegen Spinnen. Ich mag die eigentlich ganz gern und finde diese wunderbaren Netze, die sie spannen, schon immer sehr gewaltig. Also insofern habe ich da gewisse Schwierigkeiten jetzt. Aber du wirst es mir bestimmt jetzt erklären. Ja, es ist gut, dass du gleich mit einem solchen Irrtum hier reingrätscht, denn ich habe Spinnmilben gesagt und nicht Spinnen. Ah. Den Spinnen würde ich nie etwas tun. Das sind nämlich die, die unter anderem auch die Spinnmilben wegräumen. Aber die Spinnmilben, das sind so kleine, rötlich-braune, fiese Dinger, die durch die Gegend fliegen und Netze um die Blätter spannen. Und aber man kann die loswerden. Ich muss mich entschuldigen, ich habe einfach nicht genau zugehört, weil du mit dem Gewächshaus anfängst und das ist so dein Metier, wo du ganz besonders tief bist. Das wäre so, wie wenn ich erzählen würde von meinem 8-Zylinder. Oh, habe ich 8-Zylinder gesagt? Darf man heute gar nicht mehr fahren. Ja, ich habe einen 8-Zylinder, ich gebe zu. Und er fährt ihn auch so. Ja, hier geht das noch. Also in Germany wird es ein Problem haben. Ja, gehängt wahrscheinlich und gesteinigt. Ja. Ihr Lieben, also ich habe das jetzt nur gesagt, weil das gerade mein Erfolgserlebnis heute Morgen war. Und ich weiß, man muss trotzdem weiterschauen, aber es ist schon nicht der erste Tag, sondern es ist schon der 3. oder 4. Tag, an dem die Viecher nicht mehr zu sehen sind. Das sage ich jetzt nur einfach, weil das sind Dinge, die vorkommen können, wenn man seine Saat ansetzt und plötzlich andere sich dafür auch interessieren. Jetzt fangen wir an. Andreas, die Impfpflicht in Deutschland ist gescheitert. Sagen wir mal zunächst. Und zunächst kann man auch sagen, das ist ein großer Erfolg. Ein großer Erfolg für alle Spaziergänger, die über Wochen und Monate, ja sogar fast Jahre, regelmäßig auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen keine Impfpflicht. Es ist auch ein Erfolg der alternativen Medien, die alle gemeinsam Hand in Hand gearbeitet haben, um Experten zu Wort kommen zu lassen, wie Professor Hockerts, wie Bhakti, wie Wodak, wie viele andere Kuhbandner, die eben die Dinge von der anderen Seite beleuchtet haben als die Mainstream-Medien. Und es ist auch denen zu verdanken, die publik machen, was an Impfschäden, an harmlosen und aber auch an schwerwiegenden Nebenwirkungen auf dieser Welt vorhanden ist. Also Andreas, das heißt, so leicht, wie Sie sich das vorgestellt haben, ist es nicht. Das sehe ich auch so. Also das Spiel ist natürlich noch nicht zu Ende, aber du hast völlig recht. Ich bin auch ganz angetan und war ein wenig berührt gestern, als ich diese Ergebnisse gesehen habe, dass man auch die Abgeordneten da erreicht hat. Es hat offenbar mit ihnen etwas gemacht. Denn ein Abgeordneter gehört eigentlich zu denjenigen, die vor allem eines niemals wollen, weg von der Krippe, die sie ernährt.
weil sie auch vielleicht nicht unbedingt immer oft eine Alternative haben, in einem redlichen Beruf ihr Geld zu verdienen. Und aus diesem Grunde ist es schon eine besondere Situation, dass man diese Menschen trotz dieser Situation des eventuellen Wegtreibens von der Krippe, dass sie gesagt haben, nein, also so viel Restgewissen ist noch da, dass ich sage, ich weigere mich, das jetzt mit zu unterschreiben und mit entsprechend abzustimmen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Prozess, weil die großen Politiker in den obersten Ligen, das sieht man jetzt beispielsweise bei Lauterbach und so weiter, bei denen ich jede Form der Empathie überhaupt nicht mehr erkennen kann, also quasi psychotisch ganz massiv wirklich wirkende, auf mich wirkende Menschen, die wirklich jede Empathie vermissen lassen. Ob ich das gesehen habe, beispielsweise bei dem Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der dann gesagt hat, mit uns kommt es überhaupt nicht in Frage, dass es jemals eine Impfpflicht gibt. Das war im Jahre 2020 und jeder, der das behauptet, ist mehr oder weniger ein bösartiger Verschwörungstheoretiker. Und er sagt mit derselben Vehemenz zwei Jahre später, ich war ja immer für eine Impfpflicht und wir müssen sie dringend mitbekommen. Und das haben wir von Olaf Scholz gehört, das haben wir von vielen, vielen anderen Politikern, inklusive Christian Lindner. Und man fragt sich, wie können die Menschen das vor ihrem Gewissen vereinbaren? Und meine Vermutung geht in die Richtung, dass einfach das Gewissen dort gar nicht mehr vorhanden ist. Und das ist genau das, was mich so erschüttert hat. Aber offenbar ist das nicht bei allen Abgeordneten so, sondern vor allem nur in denjenigen, die charakterlich auch entsprechend nach oben geschwemmt wurden. Und deswegen auch Dank an diese Abgeordneten, die wahrscheinlich eine ganze Menge Post auch unter anderem von euch bekommen haben. Denn das war, glaube ich, schon eine große Bewegung im Land, dass viele Menschen gesagt haben, jetzt schreibe ich den Bundestagsabgeordneten hier aus unserem Kreis. Und das dürfte doch gewirkt haben. Ja, und jetzt müsste man natürlich mal doch mal drüber nachdenken, als Frau Merkel noch an der vermeintlichen Macht war, zumindest die Macht repräsentierte als Person, die hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, an der Stelle, dann müssen die halt nochmal abstimmen. Und zwar so lange, bis das richtige Ergebnis herauskommt. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, das Demokratieverständnis von Frau Merkel war da, wo man sagen konnte, solange das richtige Ergebnis gewählt wird, ist es in Ordnung. Wenn das falsche Ergebnis rauskommt, dann ist es nicht in Ordnung. Das dürfte aber ein Olaf Scholz nicht mehr können. Ich denke mal, dass gerade Peter Hane hat bei Tichy einen wunderbaren Artikel geschrieben darüber und hat diese politische Führung mit Olaf Scholz und Lauterbach und all diesen Menschen inklusive Herrn Spahn, man fragt sich übrigens, wo der abgetaucht ist mittlerweile, er hat sie als komplett Versager beschrieben. Nicht ich, Peter Hane hat das gemacht und das finde ich schon sehr deutlich, diese Wortwahl. Ja, und jetzt wirst du denn wahrscheinlich auch nicht mehr glauben, dass Olaf Scholz, wenn er sagt, die Aussage des Parlaments sei sehr klar gewesen und er damit keine Basis für einen erneuten Anlauf sehe und er auch sagte, es gibt im Bundestag keine Gesetzgebungsmehrheit für eine Impfpflicht. Das ist die Realität, die wir jetzt als Ausgangspunkt für unser Handeln nehmen müssen. Glaubst du ihm das so bis ans Ende aller Zeiten? Ich glaube ihm natürlich grundsätzlich gar nichts, weil einfach die Erfahrung gezeigt hat, dass sie unerschrocken und ohne Gewissen lügen. Einfach lügen. Sie sagen vor zwei Jahren das eine und sagen heute mit derselben Vehemenz das andere. Also deutlicher kann man eine Lüge nicht entlarven. Und ich weigere mich auch, das irgendwie so zu verschleiern und zu sagen, das war nicht ganz richtig oder unwahr oder sonst etwas. Entweder sie sind Lügen oder sie sind dumm. Denn eins ist definitiv, wenn sie vor zwei Jahren gesagt hat, es wird mit uns keine Impfpflicht geben. Und heute argumentieren sie und sagen, naja, wir haben damals noch nicht die richtigen Informationen gehabt und aus diesem Grunde sind wir jetzt für eine Impfpflicht. Dann hätten sie vor zwei Jahren sagen müssen, unter den bisherigen gegebenen Umständen und Informationen, die wir haben, wird es keine Impfpflicht geben. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben es ganz klar und absolut entschieden in den Raum gestellt und damit war die Sache klar. Und heute geben sie genau das Gegenteil, genauso entschieden in den Raum und das ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist das, was nachdenklich macht. Und insofern sind die Aussagen, die hier stattfinden, für mich
überhaupt nur noch Schall und Rauch. Und ich möchte nochmal an Peter Hane erinnern, der diese politische Führung eben halt als die absoluten Versager bezeichnet. Das finde ich schon interessant. Und aus diesem Grunde wird dieses Phänomen sich jetzt auch in der Bevölkerung immer mehr etablieren, dass man erkennt, wer eigentlich die Führung hat. Ja, und es ist trotzdem nicht vom Tisch, dieses ganze Thema, denn nicht, weil Karl Lauterbach sagt, er gebe nie auf, wenn es um das Leben anderer Menschen geht. Das hat er nämlich gesagt in diesem Zusammenhang, und zwar heute gegenüber der Bild-Zeitung, sondern wir wissen natürlich, dass derweil die WHO an einem globalen sogenannten Gesundheitsplan, an einem Pandemieplan arbeitet und doch denn dann gerne das Kommando über alle Länder der Welt hätte, um mit einem Fingerschnippen zu entscheiden, es gibt jetzt weltweit eine Impfpflicht. Dieses Ringen der Macht ist gerade in vollem Gange und noch wissen wir nicht, wie die Dinge aussehen, aber auch hier gilt: wachsam bleiben, die Dinge im Auge behalten, gleichzeitig nicht sich in neue Angstspiralen zu versetzen, denn wir haben auch hier in Deutschland gesehen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wie viele Menschen haben sich von der Politik in Angst und Schrecken setzen lassen, indem es heißt, wir werden eine Impfpflicht verhängen? Und viele hatten nächtelang keinen Schlaf gefunden. Einige haben uns geschrieben, jetzt schreiben einige. Zum Glück konnte ich in der Ruhe bleiben, habe einfach eben auch vertraut, Gottvertrauen gehabt. Und die Impfpflicht ist jetzt erstmal vom Tisch. Und wie gesagt, natürlich muss man seine Feinde in diesem Fall genau beobachten und erkennen und überlegen, welche Wege werden sie wählen, um doch noch an ihr Ziel zu kommen. Aber da ist im Moment noch nicht aller Tage Abend. Ja, ich meine, die Wege werden ja jetzt schon angekündigt für den Herbst. Man spricht ja schon ganz offen drüber. Das ist ja das Interessante, dass die Naturkatastrophen, so wird ja diese Virusgeschichte erklärt, dass diese schon angekündigt werden im Vorfeld. Ganz offiziell oder inoffiziell im Oktober erwarten wir wieder eine neue Mutante oder irgendwann eine neue Situation. Also wir haben die Möglichkeit, uns vorzubereiten. Das Problem ist ja irgendwie, dass sich diese Geschichte der Corona-Politik, übrigens genauso wie der Krieg in Ukraine, sich so zu einem Intelligenztest entwickelt. Also man kann wirklich jetzt mal in Ruhe darüber nachdenken, wie lange lässt man sich jetzt noch ein X für ein U vormachen. Und das ist genau interessant zu beobachten, wie viele Menschen immer noch in dieser Struktur drin sind. Wir wissen zum Beispiel anhand dieser Maskenpflicht, die abgeschafft wurde. Wir wissen, dass die Masken gegen ein Virus überhaupt nicht helfen können. Uns weder eine FFP2 noch sonst etwas. Und trotzdem tragen viele Menschen weiter diese Maske, obwohl die Maskenpflicht mittlerweile abgeschafft wurde in vielen Bundesländern, hier bei uns ja sowieso. Und trotzdem sind viele, die Maske aufbehalten. Und das ist für mich so ein Intelligenztest, der dahinter steht. Und daran merkt man, wie groß eine Masse auch der Mitläufer ist. Aber die kleine Gruppe der Freidenker, die ist natürlich sehr viel stabiler und sehr viel aktiver und geistesgegenwärtiger. Und ein Freidenker hat natürlich wesentlich mehr Energie als 100 Mitläufer. Insofern müssen wir dann natürlich auch viel entspannter sein, was die Größe anbelangt. Es muss nicht irgendwie eine über 50-prozentige Quote sein, um das System aufzuwecken. Ja, und du hast es gerade gesagt, die Sorge vor dem Herbst. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, der sich ja in den letzten 2 Jahren wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert hat, wenn es um den Schutz von Menschenrechten, zu denen in erster Linie natürlich auch die Kinder gehören, ging. Er sagt, Deutschland wird schlecht aufgestellt sein für den nächsten Herbst. Und wenn sich jetzt nicht noch viele impfen ließen, sagt er weiter wörtlich, werden wir im nächsten Herbst und Winter wieder über Lockdown und Kontaktbegrenzungen reden und streiten. Das heißt mit anderen Worten, man baut jetzt schon mal vorsichtig wieder eine Straße Richtung Lockdown-Maßnahmen aus, nach dem Motto The Hammer and the Dance, Zuckerbrot und Peitsche, damit dieses Spiel
gegebenenfalls dann weitergemacht wird. Und wobei natürlich der Hauptmitspieler Karl Lauterbach ganz vorne sein wird in der ersten Reihe. Ja, die Gruppe der Corona-Extremisten wird zwar immer kleiner und immer dünner, aber sie kämpfen irgendwie ums Überleben, weil sie offenbar auch eine große Sorge haben, nämlich nicht, wie das beispielsweise Herr Spahn irgendwann sagte vor 2 Jahren, wir werden irgendwann die Bevölkerung um eine Entschuldigung bitten müssen, weil wir die Corona-Maßnahmen völlig falsch eingestielt haben, sondern, das ist das, was auch Peter Hanef gefordert hatte in seinem Bericht bei Tichy, dass die entsprechenden Versager, und er hat sie genannt, mit Drosten, mit all den entsprechenden Leuten vom RKI und so weiter, und dazu gehören dann eben halt auch solche, ich sage mal, Funktionäre, so ist es der richtige Begriff, die das mit Gewalt irgendwie durchsetzen wollen, dass die dann vor ein Gericht gestellt werden und entsprechend strafrechtlich geahndet wird das Ganze und dann ein entsprechendes Urteil über diese Menschen ergeht. Und ich glaube, diese Leute, die das noch so mit diesem Nachdruck noch so hinterher dieseln, was hier gerade stattfindet, die stehen momentan wirklich in einer schlechten Situation und schlafen vermutlich auch schlecht. Selbst wenn sie psychotisch vielleicht sogar schwierig sind. Andreas, der Herr Montgomery fordert jetzt mehr Engagement, was die freiwillige Impferei angeht, die sogenannte, und sagt wörtlich, wir erwarten, dass die Bundesregierung jetzt alle Anstrengungen unternimmt, eine echte Medienkampagne zu initiieren. Ich meine, ich weiß nicht, was das vorher war. Ob das keine echten Medienkampagnen war. Ich sehe nur echte Medienkampagnen. Naja, und er sagt, und damit gleichzeitig die Impfaufklärung und Beratung verstärkt. Jetzt frage ich mich, was gehört denn eigentlich zur Impfaufklärung? Gehört zur Impfaufklärung eventuell endlich auch mal über die Schäden und die Nebenwirkungen zu reden? Ja, auf keinen Fall. Darüber darf man eben nicht reden. Das ist ja diese gnadenlose Ignoranz, die ich da erkenne. Es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, dass die Impfwirkung nicht nur nicht nachgewiesen wurde, sondern dass das Gegenteil nachgewiesen wurde, dass nämlich diese Impfung nichts bringt. Weder im Verlauf der Krankheiten noch in der Weiterverbreitung durch Infektion und Ansteckung. Zweitens, dass eben die Problematik der Impfschäden solche gigantischen Ausmaße angenommen hat, dass man es versucht natürlich mit aller Gewalt in irgendeiner Form zu verhindern, sodass zum Beispiel auch Listen, wo sich die Impfgeschädigten eintragen können, plötzlich verschwinden und dann mehr oder weniger aus dem Netz genommen werden. Und all diese Dinge, das ist das wirklich Absurde. Das, was wir hier gerade besprechen, ist übrigens ein Artikel des Redaktionsnetzwerkes Deutschland. Das ist sehr wichtig, dass man darauf immer hinweist. Die Quelle, die hier zitiert, und diese Quelle zitiert Bundeskanzler Scholz, der verspricht, wir werden alles dafür tun, dass wir trotzdem noch mehr Bürger davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Dafür gelte es nun, sich auf die Handlungsmöglichkeiten zu konzentrieren, die da seien. Es gäbe eine Reihe von Ansätzen, die diskutiert worden und Teil der Vorschläge gewesen seien. Und dabei gehe es darum, an die Leute heranzukommen, sagt Scholz. Hier müsse man schauen, ob wir von diesem Teil noch ein bisschen was für die Zukunft nutzen können. Denn ein Teil der nun nicht realisierten Ansätze im Bundestag war ja unter anderem eine Verpflichtung zu einer Impfberatung gewesen. Und es gibt hier auch aktuelle Zahlen, die genannt werden. Im Moment sind es im Wochendurchschnitt täglich etwa 36.000 Impfungen. Zu Beginn der Kampagne seien es teils über 1 Million gewesen, heißt es. Und die Kinderärzte und Jugendärzte bzw. der Berufsverband sieht die Chancen für eine Steigerung bis Herbst skeptisch. Da heißt es, es ist nicht anzunehmen, dass die Impfrate bis dahin noch nennenswert steigt. Man spricht da in dem Zusammenhang dann wieder mit höheren Infektionszahlen im Herbst und so weiter. Man spricht von womöglich neuen Varianten und man sagt, ja, das hätte alles verhindert werden können, wenn man das richtig gemacht hätte. Also es scheint eine Betroffenheit bei diesen Impfbefürwortern zu geben, die irgendwie sogar
von Staatsversagen sprechen. Das hat jedenfalls der Verbandspräsident von den Kinder- und Jugendärzten Thomas Fischbach gemacht. Der spricht also von einem Staatsversagen gestern, als der Bundestag entschieden hat, dass die Impfpflicht nicht kommt. Ja, man wundert sich über diese wirklich ausgeprägte Blindheit oder auch Ignoranz der vielen verschiedenen Informationen, die es zu dem Thema gibt. Erstens zum Beispiel, dass die mRNA überhaupt keine Impfung ist, sondern eine genetische Behandlung. Zweitens, dass Herr Professor Bakhti und andere Kollegen festgestellt haben, dass diese sogenannte Impfung, nämlich diese mRNA-Spritze, zu irreversiblen Veränderungen in der Genetik des Menschen führen kann und führt. Irreversibel heißt, dass es nicht wieder wegmachbar ist und dass sogar die Nachkommen, die gezeugt werden, ebenfalls mit dieser Veränderung, ich will gar nicht sagen defekt, aber mit der Veränderung eben halt bestückt wurden. Diese Zusammenhänge sind definitiv nicht erforscht. Aus diesem Grunde ist diese Spritze, diese mRNA, auch immer noch nicht in einer regulären Zulassung zu finden, sondern immer noch in einer gewissen Notzulassung oder vorübergehenden Zulassung. Das heißt immer noch, es handelt sich um ein weltweites Experiment. Und wenn ich dann sehe, dass dort Gruppen wie zum Beispiel von Kinderärzten, ich frage mich, was sie dazu motiviert. Druck, Angst, Erpressung. Ich kann mittlerweile nur noch interpretieren, weil es ist für mich unsagbar übel, was da gerade abläuft, dass keine Kritik oder auch in irgendeiner Form eine sachliche Argumentation erfolgt. Nichts dergleichen. Nur noch Emotionen. Gabor Steingart, ein Journalist, der immer wieder versucht, zwischen politisch korrekt und bisschen alternativ sich durchzulavieren, der hat im Fokus einen Gastbeitrag geschrieben und da schreibt er unter anderem wörtlich: Der kläglich gescheiterte Versuch, eine Impfpflicht einzuführen, illustriert perfekt, wie planlos und selbstverliebt sowohl Ampel als auch GroKo in der Corona-Krise agieren und agiert haben. Und dann nennt er das, was er dann weiter sagt, eine Abrechnung und sagt, gestern im Bundestag kam es zu einer politischen Verpuffung. Die Corona-Politik der Regierung oder was davon noch übrig war, hat sich geräuschvoll im Nebel der Geschichte aufgelöst. Kanzler und Gesundheitsminister mussten mit ansehen, wie ihre Idee einer staatlichen Impfpflicht durch die Kompression der politischen Kräfte erst in ein leicht entflammbares Gas verwandelt wurde, das dann unter der Glaskuppel des Reichstags mit einer Stichflamme im Nichts endete. Unrühmliches Ende pandemischer Corona-Notverordnungen. Und er hat noch ein paar Zahlen genannt und meint, wir sind da nicht so seiner Ansicht. Er sagt, damit geht die unrühmliche Ära der pandemischen Notverordnungen zu Ende. Das bleibt mal abzuwarten, da freut man sich vielleicht zu früh. Er sagt, die versuchte Feinsteuerung eines 83-Millionen-Volkes endet mit der Rekordzahl von Infizierten mit 131.000 Toten. Keine Ahnung, wo er die Zahl jetzt her hat, hat er nicht geschrieben. Mit 522 Milliarden Euro an verschlungenen staatlichen Geldern und einer Bevölkerung, die live miterleben musste, dass ihre Führung gar nicht führt. Ja, diese 135 Milliarden sind übrigens keine staatlichen Gelder, sondern das ist Volksvermögen. 522 Milliarden, das ist Volksvermögen. Das ist das Geld, womit die Bürger, die arbeiten, weiter verschuldet werden, was sie abtragen müssen. Also davon hätte sich jeder fast eine Immobilie kaufen können. Das muss man einfach mal so sehen, um welche Dimension es hier geht. Also jetzt habe ich gerade den Faden wieder verloren. Ich wollte noch irgendetwas sagen dazu. Ach, das kommt schon wieder. Keine Sorge, ich kenne das. Das kommt mit zunehmendem Alter, Andreas. Wir waren bei Gabor Steingart, der nicht nur von 522 Milliarden sprach, sondern auch von 131.000 Toten. So wie ich dich kenne, wolltest du dazu noch was sagen? Nee, das war noch was ganz anderes. Ich wollte noch etwas sagen zu dieser Notverordnung. Nee, ich komme jetzt nicht drauf. Okay. Sorry. Ist egal. Es ist gleich Wochenende und er ist schon im Kopf woanders. Ja, und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Also was sich ja im Moment in Deutschland trifft, ist vieles. Also die Impfpflicht haben wir jetzt mal abgehakt. Aber da ist der Ukraine-Krieg, da ist Russland, gegen das wieder neue Sanktionen verhängt wurde,
auch von Seiten Deutschlands mit der EU Schulter an Schulter. Da ist aber auch die ständige Diskussion um den Klimawandel. Wir sprechen hier auch dauernd darüber, was ist der Klimawandel? Du hast gerade am Mittwoch darüber ausführlicher gesprochen. Also wen das Thema interessiert, welche Wissenschaftler arbeiten für den politisch korrekten Klimawandel beziehungsweise das Thema und welche Experten und Forscher dürfen gar nicht öffentlich zu Wort kommen und kommen zuweilen zu völlig anderen Ergebnissen, was diesen Klimawandel angeht. Eine Klimaerwärmung hat es ja im Laufe der zurückliegenden Millionen Jahre immer mal gegeben, genauso wie Abkühlungen bis hin zu Eiszeiten, zur kleinen und großen Eiszeit. So, vielleicht noch mal einen Satz, nicht einen Satz, aber nur einen Gedanken, einen kurzen darüber, Andreas, was den Wechsel zwischen Klima oder Temperaturerhöhung und Abkühlung angeht im Rückblick der Millionen Jahre. Oh, das ist natürlich jetzt nicht mal eben so einfach zu machen, aber es gibt physikalische Grundsätze. Erst einmal ist es wichtig, dass wir wissen, was ist überhaupt Klima? Es gibt eigentlich den Begriff Klima nur als Definition der gemittelten Wetterwerte. Das heißt, wenn ich ganz viele Wetter zusammenzähle und bringe damit das Durchschnittswetter, dann findet dieses Durchschnittswetter fast nirgendwo statt, aber es ist eben trotzdem der Durchschnitt. Also wenn jemand 100.000 Euro verdient im Jahr und ich verdiene beispielsweise gar nichts, dann haben wir beide ein Durchschnittseinkommen von 50.000. Aber diese 50.000, die sagen nichts aus. Aber auf dieser Basis können wir natürlich Modelle stricken und so funktioniert das mit dem Klima im Prinzip auch. Das bedeutet, um zum Beispiel eine Klimaerwärmung oder Abkühlung zu ermitteln, müssten wir erst einmal in der Lage sein, die Temperaturen für die gesamte Welt sauber zu messen und zwar anhand von praktischen Messgeräten. Dadurch, dass die Erde aber in einer ständigen Veränderung ist und wir überhaupt nicht alle Daten zur Klimaentwicklung der letzten Millionen Jahre haben, haben wir natürlich mehr oder weniger eine Situation wie Blinde, die von der Farbe reden. Das soll aber nicht heißen, dass wir jetzt sagen, wir müssten jetzt den Umweltschutz nach hinten schieben. Im Gegenteil, der wäre nach vorne zu bringen. Aber der Klimaschutz alleine ist nur ein Aspekt und der ist nicht bewiesen, sondern der wird mehr oder weniger modelliert. Und diese Modellierung ist etwas völlig anderes. Und wir müssen jetzt vor allem eines lernen, diese Fragen zu stellen, damit wir aus den Narrativen herauskommen und uns wieder der Wissenschaft zuwenden. Vielleicht noch mal eines. Es gab bei RTL mal einen großen Filmbericht. Frau Schrowanger hatte den moderiert. Und da ging es um diese Situation, über diese Klimaerwärmung, wo sich ganz viele Wissenschaftler, viele Nobelpreisträger, ich glaube, das waren 80 an der Zahl, die sich ganz klar gegen diese Klimamodelle ausgesprochen haben. Nicht Klimatheorie, denn es gibt keine Theorie. Es gibt nur Modelle. Das heißt, es geht nicht um wissenschaftliche Zusammenhänge. Ich werde den Film raussuchen und werde den nochmal als Link reinhängen. Der ist hochinteressant. Ich habe ihn schon gefunden. RTL-Reportage Der Klimaschwindel von 2007. Warum verpuffte die Aufklärung? Stelle ich euch nachher gerne ein. Ja, unbedingt, sagt Andreas, mache ich. Keine Sorge. Und so, jetzt haben wir also aber eine große Gruppe von Menschen, die auch ein bisschen global gesteuert werden. Da hat ja, wie hieß die Kleine aus Schweden, mit den Zöpfen, die Greta Thunberg. Und da gibt es auch ein paar deutsche Parallelbilder wie Christine Neubauer und so weiter. Christine? Ach nein, die hat einen anderen Namen. Wir haben heute das Vergessensvirus. Das hat wahrscheinlich mit den Spinnenmilben zu tun. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Auf Luisa heißt sie. Siehst du, man muss nur lange um heißen Brei reden. Luisa Neubauer und die ganzen Mädels und Jungs da aus Hamburg und aus anderen Städten, Klimaaktivisten nennen die sich. Und die sagen sinngemäß, dass die Welt jetzt nicht mehr lange bestehen kann wegen dieser Klimaerwärmung. Und Robert Habeck als Superminister und Annalena Baerbock als Außenministerin und die hat ja sogar grünes Blut wahrscheinlich, nehme ich an, da ist alles grün und die sagen jawohl, es muss jetzt alles passieren und deswegen hat jetzt auch eine neue Gruppe von Aktivisten, die heißen Letzte Generation, also die rechnen damit, dass da nichts mehr hinterherkommt, die gehen jetzt richtig ran an die Sache, wie
Max an die Graupen und planen für kommenden Montag und nicht nur für kommenden Montag, sondern für die bevorstehende Zeit neue umfangreiche Störaktionen. In Frankfurt sollen Straßen und Bankgebäude blockiert werden, um gegen den weiteren Einsatz fossiler Energien zu protestieren. Das sind aber genau die Energien, die Deutschland und auch Europa vor einem Energiechaos, einem Engpass, der sich gewaschen hat, schützen könnten. Und das ist übrigens auch die Gruppe, diese letzte Generation, die sich auf der Straße neulich mal festgeklebt haben. Und diese Klimaaktivisten wollen auch massive Störungen erreichen auf den Straßen. Das haben sie gestern mitgeteilt. Und haben gesagt, wir steuern mit Vollgas ins Klimachaos. Die Sprecherin der Initiative heißt Carla Hinrichs. Und zur Begründung warf sie der Bundesregierung Untätigkeit vor. Also die haben der deutschen Bundesregierung, die all diese Gesetze jetzt auf den Weg bringt, die dafür sorgen werden, dass es, oder wie Herr Habeck sagte, das Antlitz des Landes sich verändern wird, dieser Bundesregierung werfen sie Untätigkeit vor. Es sei notwendig, ein sofortiger Stopp weiterer Investitionen in die Infrastruktur fossiler Energien. Das gelte für den Staat wie für die Banken. Und jetzt kommt der Krieg, der wird jetzt auch mit hineingezogen. Da angesichts dieses Krieges werde deutlich, dass Investitionen in erneuerbare Energieträger dem Frieden dienen und zugleich Arbeitsplätze schaffen. Andreas, das sind also völlig neue Begründungsmöglichkeiten, die man hier findet. Ja, es ist schon beachtlich, wie diese hochintelligente Kriegsführung gegen die Menschen läuft. Das heißt, man bringt durch Kindesmissbrauch, indem man sie abfüllt mit Informationen, die nicht wissenschaftlich aufgebaut sind, sondern mehr oder weniger nur durch Narrative und durch Ideologien geprägt wurden, in eine Richtung, dass sie einen Hass aufbauen, dass sie einen Kampfgeist aufbauen, um dann gegen das eigene Land vorzugehen. Das ist interessant, wir kennen das nur in umgekehrter Form, wenn ich dran denke an Nordkorea oder an alte sozialistische Prinzipien. Das sind ja eine Form von Uniformierung. Die jungen Kinder, Extinction Rebellion, Fridays for Future, sind ja vergleichbar mit uniformierten Kindern im Hardcore-Sozialismus, die stramm marschieren, in eine einzige Richtung abgerichtet. In diesem Fall aber marschieren gegen ihr eigenes Land. Das ist eigentlich diese Umkehr und die hohe Intelligenz dieser Kriegsführung, die man hiermit einbaut. Das ist meine Meinung dazu. Ich möchte das nochmal kurz kennzeichnen. Wir werden ja jetzt in eine Zeit der Rationierung hineingeführt von Robert Habeck als Superminister, also Wirtschaft- und Klimaminister, der auch angekündigt hat, dass ja auch Strom geglättet werden kann. Dafür sind ja auch schon alle Maßnahmen getroffen, wie diese Smart Meter in den Haushalten, wo man dann den Strom einfach abschalten kann. Es heißt, ihr könnt auch mal ein bisschen für den Frieden frieren. Es gibt immer mehr Empfehlungen von Politikern, an welchen Stellen man jetzt Gas bzw. Strom sparen kann. Und in Berlin gibt es jetzt einen neuen Masterplan, da geht es ums Wasser. Und zwar denkt man hier über eine Trinkwasserrationierung nach. Das hat der Senat jetzt geäußert. Und zwar, um das Grundwasser zu schützen, muss wahrscheinlich die Trinkwasserentnahme begrenzt werden. Und die Beschränkung soll eine der Maßnahmen für den neuen Masterplan Wasser sein, der in Berlin derzeit vom Senat erarbeitet wird. Und da gibt es eine Frau, die heißt Frauke Barthe aus der Senatsumweltverwaltung und die hat sich geäußert bei einer Veranstaltung im Rahmen der Gesprächsreihe Wasser bewegt Berlin und sie sagt, wir müssen über Entnahmebegrenzungen zu Niedrigwasserzeiten nachdenken. Demnach soll dieses neue Planwerk mehr als 30 Maßnahmen enthalten, um den Wasserverbrauch in der Hauptstadt zu senken. Auf die Weise will man sicherstellen, dass auch dann noch etwas aus dem Hahn kommt, wenn zum Beispiel die Regenmengen angesichts des Klimawandels sinken und Spree und Havel weniger Wasser in die Stadt bringen. Und insgesamt sollen die Berliner in Zukunft, wie es heißt, weniger
von der kostbaren Flüssigkeit Wasser nutzen. Frau Barthe sagt wörtlich, wir wollen noch in diesem Jahr erste Kampagnen starten mit einem Fokus auf die Haushalte. Da sind wir in engen Gesprächen mit den Berliner Wasserbetrieben. Ja, ich finde das sehr interessant, denn das widerspricht sich so ein bisschen mit Elon Musk, der beispielsweise in Grünheide in Brandenburg, und das ist nicht weit von Berlin entfernt, dort ein Werk baut, ein Tesla-Werk, und wir wissen, dass diese Elektrofahrzeuge die Produktion und die Hintergründe mit all den Lithiumabbauen und so weiter und so fort, die Ionenbatterien, dass die umweltverachtend sind und dass dort tatsächlich bei der Produktion auch Unmengen an Wasser verbraucht wird und man dadurch auch erwartet, dass dieser Wasserpegel, nämlich des Grundwassers, massiv fallen wird. Das könnte sich natürlich dann auch auf Berlin beziehen. Ja, und man hat auch schon einen Schuldigen ausgemacht. Es heißt nämlich hier, das meiste Wasser wird in Zehlendorf verbraucht. Das ist ja die Promi-Gegend da, ne? Und da heißt es, durch die Corona-Pandemie hat sich eine Luxusnutzung etabliert. So seien seither deutlich mehr Pools angelegt worden. Und in dem Berliner Südwesten fließt am meisten Wasser aus dem Hahn eben in Berlin Zehlendorf. Und zwar sei die Trinkwasserversorgung derzeit noch gesichert, aber durch die immer häufiger ausbleibenden Regenfälle müsse man eben jetzt so einen Masterplan machen. Andreas, das heißt, wir merken, solche Pläne gibt es ja auch in regenarmen Gebieten, auch in den USA und anderen Ländern und Kontinenten. Das heißt, neben einem Bewusstsein, was tatsächlich aus meiner Sicht schon notwendig ist für Menschen, wie man mit der Ressource Wasser umgeht, mit dem Rohstoff, ist natürlich jetzt auch da, genauso wie bei der Begrenzung von anderen Energien zum Heizen und um Strom zu haben, eine Rationierung im Anmarsch. Das heißt, es wird immer mehr eine Gesellschaft, der etwas zugeteilt wird. Naja, das Problem, was mir hier zu kurz kommt, ist, dass man nicht erklärt, wie ein Wasserkreislauf überhaupt funktioniert. Denn wenn hier ausgerechnet ein Pool zugrunde gelegt wird, der jetzt Wasser verbraucht, wo die Leute drin planschen im Sommer, dann ist das aus meiner Sicht eine relativ ungefährdete Situation. Denn jedes Wasser, was ja verbraucht wird, Verbrauch ist ja der falsche Eindruck, es ist ja letztendlich ein Gebrauch des Wassers. Und dieser Gebrauch, das gebrauchte Wasser, geht wieder zurück in irgendwelche Septiken, also das heißt in irgendwelche Anlagen, wo das Schmutzwasser dann entsprechend wieder aktiviert wird, dass es wieder zurückläuft in den Kreislauf. Was die meisten Menschen vergessen bei der Geschichte ist, natürlich, wenn weniger Regen fällt, dann nimmt natürlich das Wasser ab. Wichtig ist vor allem, wenn man Wasser nutzt und auch verbraucht, dass es dann die Frage ist, wird das unwiederherstellbar, zum Beispiel vergiftet oder zerstört? Das ist aus meiner Sicht die eigentliche Frage. Oder wird es einfach nur genutzt und fließt dann wieder in den Kreislauf zurück? Diese Frage bleibt mir dabei ein bisschen zu weit unten. Und wenn jetzt beispielsweise durch eine Klimaverschiebung, übrigens Klimaverschiebungen sind das Normalste von der Welt, das wissen alle Meteorologen und Physiker. Und deshalb ist es so schwierig zu sagen, ob diese Klimaveränderung, ob es eine Erwärmung oder Abkühlung ist, das kann man ja gar nicht sagen, denn es gibt ja momentan viele Bereiche auf der Erde, die tendenziell kälter werden statt wärmer. Man lässt es einfach nur in den Statistiken gerne außen vor, weil man meint damit ein Bild zu verfälschen, weil die Natur soll sich gefälligst an den Modellen halten und nicht umgekehrt. Also diese Wasserthematik müsste viel genauer argumentiert werden. Industrielles Wasser, was vernichtet und zerstört wird durch Vergiftung zum Beispiel, ist anders zu bewerten als Brauchwasser, was die Leute zum Planschen nehmen, was relativ einfach wieder renaturierbar ist. So, haben wir wahrscheinlich demnächst wieder ein neues Thema auf der Agenda. Wir kommen zum Ukraine-Krieg und wir waren heute beide erstaunt, denn das Röslein, also EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ist mit dem Zug
unterwegs nach Kiew, mitten durchs Kriegsgebiet. Dabei hat sie den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und sie sagen, sie haben Gespräche in Kiew. Wir haben gestaunt, denn Andreas, es scheint ja, wenn man so den ganzen Berichten in den Mainstream-Medien folgt, scheint es ja hoch herzugehen und überall wird geschossen und es ist also ein richtiger Krieg. Wie kann man denn dann seelenruhig mit dem Zug da durchfahren? Naja, Frau von der Leyen belegt damit ein bisschen die russische Version, denn die Russen sagen ja, das ist interessant, dass sie eine Operation, eine Militäroperation punktuell durchführen und zwar in den Bereichen, die militärisch geprägt sind. Dass sie also die Militärbasen, die übrigens nicht von den Ukrainern aufgebaut wurden, sondern finanziert und umgesetzt wurden durch die westlichen Gelder und Einflussnahmen, dass man die eben halt weghaben will. Es wird aber in den Medien so dargestellt, als würde Russland mehr oder weniger wahllos überall Bomben schmeißen und das gesamte Land mehr oder weniger dem Erdboden gleich machen. Und wie das dann funktioniert, dass dann Frau von der Leyen ganz normal sich in einen Zug setzt und mit dem Zug dann fröhlich nach Kiew fährt, also in die Hauptstadt, also in den Bereich, wo der Krieg ja regelmäßig nur noch tobt, da frage ich mich irgendwie, wie passt das zu den Darstellungen zusammen? Damit gibt sie natürlich Russland mehr oder weniger ein relativ gutes Argument an der Hand, um zu beweisen, das sind chirurgische Operationen und keine flächendeckenden Bombardements, wie es mehr oder weniger immer dargestellt wird. Es macht schon nachdenklich. Ja, und währenddessen hat die EU eine neue Sanktionsliste, ein fünftes Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Das Ganze umfasst einen Importstopp für Kohle, für Holz, für Wodka, auch ein Transaktionsverbot für 4 russische Banken, die wichtig sein sollen, schreibt jedenfalls das Manager-Magazin. Und diese neuen Strafen treffen auch die Kinder von Wladimir Putin und Sergej Lavrov als Außenminister. Und damit die Sanktionen in Kraft treten können, müssen diese notwendigen Rechtsakte nun im schriftlichen Verfahren angenommen und im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Das ist eine Formalie, soll heute noch abgeschlossen werden. Und einen früheren Abschluss hat Polen verhindert, denn nach Angaben von Diplomaten wollte das Land zunächst nicht akzeptieren, dass die Übergangsfrist für den Importstopp für russische Kohle auf Wunsch von Ländern wie Deutschland 4 Monate betragen soll und nicht, wie ursprünglich von der Kommission geplant, 3 Monate. Also das heißt, es kann ihnen gar nicht schnell genug gehen, den Polen, mit diesen Maßnahmen. Und die Frage ist, Andreas, also es heißt hier ganz selbstbewusst, dass das Kohleembargo Russland Einnahmen um 4 Milliarden Euro pro Jahr schmälern würde. Aber die Frage ist, kann Europa und in diesem Fall speziell Deutschland sich dieses Kohleembargo leisten? Naja, das Problem ist natürlich, dass Deutschland ja noch über hohe Reserven an Kohle zwar verfügt, aber die gesamten Zechen natürlich mittlerweile abgebaut wurden und man die auch gar nicht wieder mal eben reaktivieren kann. Kohle wäre genügend da, also die schwarze Kohle zum Verbrauch, Geld meine ich damit nicht. Und man fragt sich natürlich auch so ein bisschen, was spielt Polen dort für eine Rolle? Und es wird immer wieder deutlich, dass auch gerade Biden in Polen ist und Frau Nuland immer wieder in Polen auftaucht und dort eben halt eine sehr starke Verbindung. Es geht immer um Polen und Ukraine. Daran merkt man, das Intermarium-Konzept steht da natürlich jetzt im Wege. Und da sind diese Dinge natürlich jetzt eine logische Konsequenz, dass man versucht, weiter dieses Narrativ aufzuhalten, während die Sanktionsmitläufer, die man hatte, mittlerweile auch abspringen. Und Zeit Online stellt die Frage in einem Artikel, kann Deutschland auf russische Kohle verzichten? Und da heißt es in dem heute erschienenen Artikel auf die Frage, wie abhängig Deutschland von russischer Kohle ist, heißt es hier wörtlich, betrachtet man die Importstatistik des vergangenen Jahres, muss die Antwort darauf lauten, sehr, also sehr abhängig.
Insgesamt 38,7 Millionen Tonnen Steinkohle brachten die deutschen Kohleimporteure demnach im Jahr 2021 nach Deutschland. Mehr als die Hälfte davon, rund 20 Millionen Tonnen, wurden in russischen Bergwerken abgebaut. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes kamen allein im Januar 2022 erneut gut 2 Millionen Tonnen russische Steinkohle dazu. Jetzt wird hier vorgerechnet, dass man in den nächsten Monaten vielleicht auf eine Zahl kommen würde, Abhängigkeitszahl von 50 auf rund 25% reduziert. Aber welche Branchen, wenn man fragt, sind besonders betroffen? Auch das hat Zeit Online hier untersucht. Und es heißt, ein Importstopp für russische Kohle treffe in Deutschland vor allem zwei Branchen, die Energie und die Stahlerzeuger. Die Hälfte der Steinkohle wird in Kraftwerken verbrannt, vor allem zur Stromerzeugung, in kleinerem Maßstab auch zur Wärmeerzeugung und die andere Hälfte verfeuern Stahlproduzenten in ihren Hochöfen. Heißt, Andreas, wir haben sowieso ein Stromproblem, das bevorsteht. Das wird dadurch noch verschärft. Ja, es geht um die Schlüsselindustrie nach wie vor. Und es fällt einem ja sofort dann der Begriff des Morgenthau-Plans ein, wo es genau um die Zerstörung dieser Schlüsselindustrien geht. Und man hatte ja damals in den 40er Jahren, das möchte ich noch mal ganz kurz sagen, ganz klar vorgehabt, Deutschland wieder zu einem Agrarstruktursystem wieder zurückzubringen. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Und es war natürlich überhaupt nicht im Interesse des Systems, als man dann Deutschland in den Wiederaufbau brachte, dass es dann plötzlich wieder so extrem nach oben kam. Dann kamen die geburtenstarken Jahrgänge und die Wirtschaft wurde plötzlich wieder die stärkste, die man dann in Deutschland zu verzeichnen hatte, in Europa zu verzeichnen hatte. Und da natürlich auch die Alliierten relativ schnell auf den Zug aufsprangen und haben gesagt, okay, dann wollen wir wenigstens mit partizipieren an diesen Erträgen. Und so hat man das ja auch gemacht über die vielen Jahre und die Einflussnahme der NATO-Staaten, der USA, gerade ganz speziell in Deutschland, wo ja die Souveränität in Frage gestellt werden muss. Ja, und jetzt ist der zweite Versuch und ich glaube, so ein Fehler wie nach dem Zweiten Weltkrieg, der soll nicht noch einmal passieren. Das bedeutet, dass also jetzt die Schlüsselindustrie mehr oder weniger finalisiert wird. Ich komme aber jetzt noch mal zur Stromfrage. Ja. Die wird hier auch gestellt in diesem Zeitartikel, ob der Strom jetzt knapp wird. Und hier wird zitiert aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums an den Wirtschaftsausschuss des Bundestags. Dort heißt es, dass es bei einem sofortigen Lieferstopp nach wenigen Wochen zu Kohleknappheit kommen könnte. Das wiederum könne Auswirkungen auf den Stromsektor haben. Würden die russischen Importmengen kurzfristig ausfallen, würde für die Stromerzeugung auf vorhandene Vorräte an den Kraftwerksstandorten und zwischengelagerte Steinkohle in den Häfen zurückgegriffen. Und in dem Bericht heißt es wörtlich, diese Vorräte reichen für etwa 4 bis 6 Wochen, je nach Betrieb des Kraftwerks. Erst nach einem Verbrauch der Vorräte, die 4 bis 6 Wochen reichen können, wären drastische Auswirkungen möglich. Dann wären voraussichtlich einzelne Kraftwerke abzuschalten. Und alles, was man hört von Menschen, auch die Einblick haben in diese Materie, führt uns immer wieder zu diesem Punkt, oh, das würde drastische Auswirkungen haben, aber es ist unvermeidbar. Ja, wir werden ja auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Eigenvorsorge jetzt so wesentlich ist. Deshalb haben wir zum Beispiel auch an unsere Lieben, die wir haben in Europa, die Lieben mit Ecoflows und so weiter versorgt, sofern es uns möglich war. Und dass die Menschen dann die Möglichkeit haben, ihren eigenen Strom noch zu haben, um dann bestimmte Grundbedürfnisse noch zu befriedigen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Zumal ja verschiedene Faktoren jetzt noch dazukommen im Rahmen der Lieferketten, Shanghai, der Hafen, all diese Dinge spielen ja auch eine Rolle. Es fehlt jetzt an Paletten. Es fehlt an Verpackungsmaterial. Es gibt keine Pappe mehr. Das bedeutet, selbst wenn die Lieferungen, also die Produkte selbst noch da sind, sind sie oft nicht mehr irgendwann zu verschicken. Und deshalb machen wir momentan auch immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, wenn es irgend geht, sich vorzubereiten. Und so ein Ecoflow zum Beispiel hat den Vorteil, dass er
ganz, ganz leise, also quasi geräuschfrei, Strom produziert, sodass man selbst in dicht besiedelten Gebieten Strom zur Verfügung hat, ohne dass die anderen es merken. Auf dem Lande bietet sich natürlich auch an, ein normales Notstromaggregat, welches man mit Benzin füllen kann. Und das haben wir hier ja auch, so ein kleines Transportables, was man mitschleppen kann, um einen Kühlschrank oder sonst etwas zu versorgen. Das sind schon wichtige Faktoren. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass man, wenn man eine solche Stromeigenvorsorge für sich macht, im Rahmen einer wirklichen Überlebensstrategie, dass man auch genügend Kraftstoff natürlich zur Verfügung hat und auch genügend Betriebsöl, es müssen Schmierstoffe in einem Motor sein, auch das ist wichtig, oder mal ein Ölfilter und so weiter, so ein bisschen was auf Halde zu haben, auch das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und wir haben natürlich auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass man alternative Kochmöglichkeiten hat. Wir stehen jetzt vor dem Sommer, da gibt es dann wahrscheinlich irgendwann eine Wasserknappheit. Da kann man auch übrigens mit Wasserfiltern, wenn man an einen See geht oder an einen Fluss, da gibt es transportable Wasserfilter, kann man sich weiterhelfen. Wenn der Winter, der nächste Herbst und Winter kommt, und das geht ja im Moment so schnell, wie die Jahreszeiten wechseln, jedenfalls hat man das Gefühl, es geht schneller als sonst, wir jedenfalls hier, dann steht man vor neuen Herausforderungen. Die sind aber nicht neu. Wir reden hier die ganze Zeit drüber. Und aus unserer Sicht ist es tatsächlich so, wenn nicht ein Wunder passiert, dann wird es mit der Wirtschaft, mit der Industrie, mit der Infrastruktur weiter abwärts gehen. Und wichtig ist, dass man, so man überhaupt nur kann, auf seine persönliche, spezielle Weise vorsorgt. Darunter fällt Eigenanbau von Gemüse oder eben auch das Kartoffelpflanzen, was bei euch schon bald losgeht. Bei uns, wir hängen einen Monat klimatisch hinterher. Wir fangen erst im Juni an, die Kartoffeln zu setzen. Aber in Deutschland geht es auf jeden Fall jetzt schon im Mai los, dass man einfach alles im Auge hat, was man so im Auge haben kann, um das Beste zu tun und dabei trotzdem immer bester Dinge zu sein und im Gottvertrauen zu bleiben. Ja, es hat sich in Krisenzeiten natürlich immer bewährt, auch entsprechende Samen zu haben von bestimmten Nutzpflanzen, die man dann auch wirklich dann verzehren kann für sich und die Familie. Auch in ganz kleinem Rahmen kann man sich damit die entsprechenden Vitamine zuführen. Aber nochmal eins, was du gerade so nebenbei gesagt hattest, das ist das Trinkwasser. Das Trinkwasser ist wirklich das Grundbedürfnis eines Menschen, um zu überleben. Man kann ohne Essen eine ganze Zeit lang überleben. Aber ohne Wasser geht das nur wenige Tage und dann ist der sichere Tod vorprogrammiert. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass man da entsprechend Wasservorsorge hat und sich eben auch Wasser besorgt. Und wenn man dann Wasser hat, zum Beispiel, dass man sich abfüllt in der Badewanne, wir haben oft darüber gesprochen, dann hat man einen gewissen Part schon mal da. Ein Wasserfilter ist natürlich eine ganz besonders wichtige Sache, weil man dann sich kein Schmutzwasser reinzieht. Man kann natürlich dann auch verschmutztes Wasser trinken, was das Überleben dann sichern würde, aber eventuelle dann bestimmte Nebenwirkungen oder Krankheiten mit sich bringt. Deshalb so ein Wasserfilter ist natürlich auch eine ganz wesentliche Grundlage, um das durchzustehen. Ja, wir wiederholen das immer wieder, damit ihr auch, wenn ihr euch vorbereitet, dieses Gefühl einer Sicherheit habt. Denn das stellt sich automatisch auch ein, wenn man dann auch sagt, ich bereite mich vor, ich habe Konservendosen eingekauft, ich habe genügend Nudeln, ich habe auch ein bisschen mehr als üblicherweise das Salatöl und so weiter. Dann spürt man selber, dass man stabiler durch diese Krise hindurchgeht. Übrigens, ich möchte noch einen Blick in diese Meldung von der Zeit werfen, Andreas. Und da wird ein Russland-Experte, Janis Kluger heißt der Mann, der wird befragt, wie hart die Sanktionen Russland eigentlich treffen. Und da sagt er, überschaubar. Ihm zufolge gehen nur ein Viertel der Kohleexporte des Landes bislang in die EU. Der Anteil der Lieferungen an den gesamten Einnahmen aus dem russischen Energiegeschäft liege bei weniger als 2%. Das Sanktionspaket der EU hat eher eine symbolische Bedeutung, weil zum ersten Mal Energieimporte aus Russland betroffen sind, sagt Kluge. Und ein weiterer Ökonom, Jens Südekum, bestätigt das und sagt, dramatisch ist das für Russland nicht.
Putin könne die Kohle auf dem Weltmarkt an andere Länder wie China verkaufen, da der Rohstoff vor allem über Eisenbahnen und Schiffe geliefert wird. Ein Kohleembargo werde zu einer Verschiebung von Handelsbeziehungen führen. Und bei Gas, das durch Pipelines fließt, gehe das ja nun nicht so einfach. Ja, das passt sogar sehr gut zur chinesischen Politik, die ja momentan massenweise an Kohlekraftwerke bauen. Hunderte von Kohlekraftwerke, die ja den Strom erzeugen sollen. Die haben ja eine völlig andere Energiepolitik. Die Grünen beispielsweise in Deutschland glauben wahrscheinlich, dass Deutschland auf der Erde mit China in keiner Form in Verbindung stehen kann. Vielleicht sollten Sie sich mal die Windgürtel ansehen, die um die Erde herumgehen, wie auch die Verteilung von Schadstoffen beispielsweise verteilt werden. Also eine wirkliche Umweltschutzagenda macht dann Sinn, wenn sie weltweit durchgeführt wird. Aber das ist ja nicht das, was man unter einer Einweltregierung versteht, sondern man meint das ja vor allem in geopolitischer Hinsicht. Also diese Umweltschutzdebatte ist natürlich hier völlig auch ad absurdum erklärt und Russland hat überhaupt keine Probleme, die Kohle dann nach China zu verkaufen. Die brauchen mehr denn je und die Nachfrage dort steigt extrem. Es gibt einen interessanten Artikel bei Heise und die Überschrift lautet: Ein Großteil der Welt steht ambivalent zum Ukraine-Krieg und das zu Recht. In diesem Artikel wird vieles erläutert, Andreas, worüber du hier schon oft in Zusammenhängen geschildert und berichtet hast. Hier heißt es: In Asien, Afrika und der arabischen Welt herrscht die Ansicht vor, dass Europa sich in eine Katastrophe stürzt und dass die internationale Ordnung zerfällt. Alle Meldungen, die wir hier so durchsprechen, zeigt ja immer nur, dass Europa unter Druck kommt durch diese ganzen Embargos, durch die Verträge, die mit Russland gekündigt werden müssen, durch die Sanktionen, die gegen Russland verhängt werden, die der Wirtschaft dort auch schaden, ganz klar. Aber wie jetzt hier auch gerade am Beispiel Kohle sehr signifikant ersichtlich, eben eher doch im Vergleich zu Europa marginal. Und hier heißt es: In den Vereinten Nationen haben sich 52 Mitgliedstaaten entweder der Stimme enthalten oder einfach nicht über die UN-Resolution abgestimmt, die die russische Invasion in der Ukraine verurteilt. Und dieses Schweigen sollte nicht als Duldung der Invasion oder als Feindseligkeit gegenüber dem Westen interpretiert werden, sondern als Zeichen der Zwiespältigkeit gegenüber der sich abzeichnenden neuen Weltordnung. Diese Ambivalenz fand im Abstimmungsergebnis ihren Ausdruck. Und du hast dir diesen Artikel auch mal näher angesehen. Ja, ich habe ihn mir mal durchgelesen und man muss einfach daraus erkennen, dass die arabische Welt natürlich diese kollektive Empörung im Westen über die Invasion in der Ukraine nicht einfach so eins zu eins übernimmt, sondern dem ein bisschen ambivalent, wie es schon so übersteht in der Überschrift, gegenübersteht. Denn man ist sich zum Beispiel in der arabischen Welt, ganz besonders die ja sehr eigentlich US-affin war in der Vergangenheit, sich sehr wohl bewusst, dass US-Truppen mehr als 9.656 Kilometer, also knapp 10.000 Kilometer zurückgelegt haben damals, um wegen einer nicht vorhandenen Bedrohung in den Irak einzumarschieren. Das muss man ganz klar sagen, das wissen Sie. Während Russland in ein Nachbarland eingedrungen ist, das hochgerüstet worden ist und das erwogen hat, sich einem als feindlich empfundenes Militärbündnis anzuschließen. Also das finde ich schon sehr interessant. Und die Ironie in dieser Sache wird in der arabischen Öffentlichkeit durchaus wahrgenommen. Und man ist sich natürlich auch im Klaren, welche Risiken da sind. Also wenn wir uns überlegen, dass etwa 30% der weltweiten Weizenversorgung vom Markt verschwinden könnten, was dazu führen würde, dass die Preise für lebenswichtige Lebensmittel auf ein gefährlich hohes Niveau steigen. Und man natürlich sich klar ist, als das letzte Mal der Fall war in den arabischen Staaten, als die Brotpreise so angestiegen sind, dann war das zum Beispiel der Anlass für den Ausbruch des arabischen Frühlings. Also Bürgerkriege in der übelsten Form. Und Russland und die Ukraine sind zusammen weitgehend für die Ernährung des Nahen Ostens verantwortlich. Und niemand in
der Region hat daher ein Interesse, einen kriegerischen Konflikt zu befördern. Das finde ich auch großartig und wichtig. Ja, es heißt ja auch, was ich ganz spannend finde, wie man das zusammenfasst in diesem Artikel bei Heise. In Asien, Afrika und der arabischen Welt verstärkt sich das untrügliche Gefühl, dass Europa mit Blick auf die Ukraine in eine Katastrophe gezogen wird und dass die internationale Ordnung selbst im Zerfall begriffen ist. Während sich westliche Nationen kopfüber in die Krise stürzen, sind Länder im Nahen Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und Afrika damit befasst, die Auswirkungen für ihre eigenen Völker ebenso abzuschätzen wie das Schicksal, das eine deglobalisierte Zukunft für sie bereithält. Also auch hier wird wieder angesprochen, wie schon in einigen Texten, die wir so in den letzten Wochen hier mit durchgenommen haben, Andreas, dieses Ringen um die neue Weltmacht beziehungsweise den Zusammenbruch der Globalisierungspläne. Ja, die Vereinten Arabischen Emirate, die fühlen sich in der aktuellen Lage natürlich eindeutig gestärkt, weil sie spüren natürlich, dass die US-Amerikaner eine sehr hohe Toleranz aufbringen müssen. Und sie haben gelernt, die Arabischen Emirate, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das heißt, für USA sind die Arabischen Emirate mittlerweile schon fast in eine Richtung Globalmacht angesehen. Sowohl Dubai als auch Abu Dhabi haben also ihre Beziehungen zum Beispiel zu Russland und China in den letzten 10 Jahren massiv ausgebaut und konnten sich gleichzeitig auf den Schutz der USA verlassen. Auch das finde ich sehr wichtig, weil das ja eigentlich gegen die US-Interessen läuft, dass USA gar keine Frage macht, also aufkommen lässt und sagt, wir sind da kritisch und wir müssen dagegen Arabien vorgehen. Also ich glaube, USA, die glauben mittlerweile, dass Arabien viel zu mächtig sind, um westliche Forderungen überhaupt noch zu akzeptieren. Und daran erkennen wir eben halt den zu erwartenden Zusammenbruch, nämlich aus arabischer Sicht der bisherigen Weltarchitektur zugunsten nämlich dieser neuen östlichen Variante. Ja, hier heißt es dazu ganz konkret, während die westliche Einheit in der Ukraine-Frage auf den ersten Blick als ein Zeichen der Stärke daherkommt, sieht die übrige Welt darin eine tiefgreifende Selbstsabotage, die in den kommenden Jahren durchaus zu kontinentalem Chaos führen kann. Den US-amerikanischen Rückzug als führende Ordnungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschlossen. Und viele Beobachter im globalen Süden sehen die Russland-Sanktionen und ihre unvermeidlichen zerstörerischen Auswirkungen in Europa als Teil des seit langem diskutierten US-amerikanischen Perspektivwechsels nach Asien. Jeder versucht derzeit abzuschätzen, wie diese neue globale Dynamik aussehen wird und man selbst seine Rolle darin definieren kann. Und damit sind wir ja bei einem spannenden Thema angekommen, nämlich dass Japan und Katar, Andreas, bei der Stabilisierung der Energiemärkte jetzt zusammenarbeiten wollen. Ja, das finde ich schon interessant, weil Japan ja auch eher sehr US-affin ist, wobei man dazu sagen muss, nach der UN-Charta, nach den Vereinten Nationen, ist ja Japan genauso wie Deutschland. Japan ist ja nun die zweitgrößte Volkswirtschaft nach USA offiziell und Deutschland die größte in Europa und die viertgrößte der Welt. Und diese beiden Staaten, Japan und Deutschland, werden von der UN nach wie vor als Feindstaat angesehen. Das finde ich schon mal interessant an der Kante. Und Japan gerade immer mit USA auch in einer gewissen Vorsicht und Mitläufertumhaltung zu allem Ja und Amen sagt. Aber im Prinzip sie sich jetzt mehr oder weniger abwenden von den Sanktionen und diese gesamte Koalition der Sanktionäre komplett auseinanderbröselt. Das kann man erkennen. Es ist eigentlich nur noch die NATO. Das klingt zwar viel, weil das viele Staaten sind, aber da sind dann eben halt so Kleinststaaten mit dabei, mit nur wenigen Mitgliedern oder Menschen, die dort leben. Und insofern ist das nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung, die dahinter steht. Also es ist nur noch die NATO, es ist jetzt Australien und es ist, glaube ich, noch Südkorea. Und viel mehr ist nicht mehr da.
Und die NATO-Staaten sind das halt, ne? Und mehr ist das nicht. Und der Rest wendet sich ab. Und wenn Japan sich jetzt mit Katar in Verbindung setzt und sagt, wow, wir wollen zusammenarbeiten, und zwar im Hinblick auch auf die Energiepolitik, finde ich sehr wichtig. Das ist derselbe Katar, welches zu den Arabischen Emiraten gehört, die auch mit China gerade in Kontakt sind und Öl und Gas und alle möglichen internationalen Geschäfte abwickeln wollen, auf der Basis nicht mehr von US-Dollar, sondern dem chinesischen Yuan. Also wir sehen hier, alle merken offenbar, dass das westliche Bündnis inklusive Europa sich nicht nur in einem Abstieg, sondern Europa sogar in einem Absturz befinden. Nur die Europäer und die westlichen NATO-Staaten in den Medien, die erkennen es offenbar nicht oder sollen es nicht erkennen. Es ist ja immer noch eine gewaltige Portion Unlogik in all dem drin. Denn also es gibt viele Vertreter aus verschiedenen Ländern, die zum Beispiel sagen, ja, es sieht ja ein bisschen so aus, als ob dieser Krieg in der Ukraine auch künstlich hinausgezögert werden soll. Das sagen die Russen, das sagen andere, das sagen zum Beispiel auch kubanische Medien. Die Zeitung Granma hat festgestellt oder behauptet, dass westliche Politiker Anstrengungen unternehmen würden, um sicherzustellen, dass die russischen Argumente nicht gehört werden. Also man kritisiert hier, dass Russland überhaupt nicht mehr international in den westlichen Ländern zu Wort kommt, dass sie nicht mehr zitiert werden, dass Putin, Peskow, der Präsidentensprecher, Lavrov, der Außenminister, dass deren Zitate nicht mehr verbreitet werden, so als wären sie gar nicht mehr vorhanden. Und hier heißt es, tägliche Beispiele von Fake News über Konfrontationen in der Ukraine nehmen vor allem den Medien, die sie veröffentlichen, und den Journalisten, die sie schreiben, ihre Glaubwürdigkeit, schreibt diese kubanische Zeitung Granma. Und hier heißt es weiter, sie geben auch den westlichen Führern in ihrem Bestreben, Russland nur zu diskreditieren und die Verlängerung des Konflikts zu rechtfertigen, recht, heißt es in dem Text. Das jüngste Beispiel, da wird dann wieder hier über Butscha und so weiter berichtet, was ja sehr gefährlich geworden ist, dazu überhaupt Stellung zu nehmen. Das können wir auch nicht, weil wir unterschiedliche Aussagen, unterschiedliche Interpretationen dieser Bilder kennen. So rum oder so rum ist es ein grauenhaftes Inferno gewesen. Anders kann man das nicht sagen. Aber da jetzt ganz klar und eindeutig mit dem Finger auf einen Täter zu deuten und die andere Seite überhaupt nicht mehr anzuhören, das ist auch aus journalistischen Aspekten heraus betrachtet sehr, sehr schwierig, weil man sich ja damit mit einer Seite gemein macht. Andreas, das heißt also, wir haben vorhin ein Video eingestellt und die Frage ist, dieser Ausbruch des sogenannten Ukraine-Krieges, du sagst ja immer, der läuft ja schon viel länger, seit 2014. Und wir haben heute ein Video eingestellt, das ein bisschen Grund zum Nachdenken gibt. Ich will mal gleich einen O-Ton von Olaf Scholz vorspielen, der vor 3 Tagen geäußert wurde im Bundestag. Und da heißt es hier in dem Text, wurde der Ukraine-Krieg doch von langer Hand geplant? Verplappert sich hier Olaf Scholz? Und was er hier verlauten lässt, das wollen wir uns jetzt einmal kurz gemeinsam anhören. Und schließlich werden wir den Druck auf Russland weiter erhöhen. Zum Beispiel mit den Sanktionen, die wir auf den Weg gebracht haben. Die sind lange vorbereitet, lange bevor der Krieg ausgebrochen ist, haben wir darüber gesprochen. So, und das ist ja Freudscher Versprecher. Wir haben das lange geplant, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Also die zweite wollen wir mal gar nicht weiter beleuchten. Das ist, könnte Freud sein. Aber wenn er sagt, wir haben das lange geplant, bevor der Krieg ausgebrochen ist, was heißt das denn? Naja, also ich meine, das ist ja nicht nur Die einfach Sanktionen, ne? ein Versprecher, sondern es zeigt, dass man ganz deutlich mit einem Kriegseintritt
in den bestehenden Krieg von Russland, in den bestehenden Bürgerkrieg zwischen Ost- und Westukraine gerechnet hat und ist offenbar darauf vorbereitet. Das hat er hier ganz deutlich zu erkennen gegeben. Und hier outet er in irgendeiner Form, aus meiner Sicht sogar, dass diese Geschichte eben doch geplant sein könnte. Und das mehr als nur zwischen den Zeilen, sondern er sagt es ja direkt, ausgebrochen worden ist. Und das ist ja die klassische Aussage, wie sie auch zum Beispiel die RAND-Gruppen nutzen. Das ist ja diese strategische Unternehmensberatung gewissermaßen für die amerikanischen Kriegsstrategien, womit man dann Kriege im Prinzip inszeniert und spricht für sich. Ja, und hier gibt es zum Beispiel auch die Aussage einer irischen Europaabgeordneten, Claire Daly heißt die, im EU-Parlament, die eben auch der Europäischen Union vorwirft und auch eben dem Bündnis, dem NATO-Bündnis, die Menschen in der Ukraine, auch in der EU und in Russland, zu einem Spielball der NATO und des militärisch-industriellen Komplexes zu machen. Sie sagt, statt immer mehr Waffen in die Ukraine zu pumpen, die den Krieg und das Leid der Menschen dort doch nur verlängerten, müssten sich die EU-Politiker endlich an einen Tisch mit Russland setzen und eine Lösung finden. Damit trifft sie ja eigentlich den Nagel auf den Kopf. Denn bisher ist es aus meiner Erinnerung, auch was Geschichte angeht, eigentlich immer so gewesen, dass ein Frieden, der immer das erste Ziel sein sollte, nur dann hergestellt werden konnte, wenn alle Beteiligten an einen Tisch kamen und gleichermaßen zu Wort kommen durften. Und wenn man hier sieht, was alles passiert ist, heute oder gestern hieß es, es gab einen Raketenangriff auf die Stadt Kramatorsk und das seien die Russen gewesen. Und die Russen sagen aber, wir waren es nicht, das waren die Ukrainer, das aber eigentlich gar nicht in den westlichen Medien zu Gehör kommt. Das heißt, eine Seite unterdrückt wird, die andere praktisch die Macht über die Medien hat und in Wirklichkeit der Frieden in der Ukraine nicht als Ziel gilt, dann sind wir schon in einem Dilemma angekommen. Ja, natürlich, man sieht ja eindeutig, dass der Westen kein Interesse an einem Frieden hat in der Ukraine. Denn der Westen weiß sehr wohl, auch die NATO weiß sehr wohl, dass die Ukraine niemals in der Lage wäre, Russland zu besiegen. Das heißt, man könnte jetzt nur dann Frieden herstellen, indem man die Ukrainer zwingt, an den Verhandlungstisch zu kommen und dann eine entsprechende Grenze der verfeindeten Gruppen zu ziehen, um sie voneinander zu lösen, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann, nämlich Ost- und Westukraine. Alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn, vorausgesetzt man will überhaupt den Frieden oder geht es eben halt aus externer Sicht nur darum, die Ukraine als Spielball zu nutzen, um damit zum Beispiel das Intermarium-Konzept in Gang zu halten oder andere eben militärische Strukturen zu haben, zum Beispiel Russland mehr oder weniger zu schwächen, indem man sie ins Ausland zieht. Das ist ja auch eine Strategie der RAND-Gruppen. Wir sehen ja eines, dass es eben nicht nur eine Meinung zu diesem Ukraine-Krieg gibt, auch wenn die westlichen Medien das gerne so hierher leiten wollen. Das heißt, wir haben vorhin gesprochen über Asien, über Afrika, über arabische Länder, die da durchaus zurückhaltend sind, lieber einfach mal zurückhaltend sind. Und Thierry Messon, der französische Journalist, der auch alternativ arbeitet, auf seiner Seite Voltaire.net, der hat in einer neuen Analyse ebenso interessante Zusammenhänge zum Ukraine-Konflikt beschrieben. Das hast du dir auch einmal etwas näher angeschaut. Ja, weil ich schätze natürlich auch die Logik dieses Ausnahmejournalisten, wie er bestimmte Dinge aus der Perspektive, aus einer anderen Perspektive bewertet. Also es geht vor allem darum, dass er hier deutlich macht, dass das Atlantische Bündnis eine neue Form der Propaganda entwickelt hat, die also auf dem basiert, was sie kürzlich noch angeprangert hat. Und das sind die Fake News. Es geht hier aber nicht um falsche Nachrichten, sondern um verdrehte Informationen. Das hat Norbert Bolz immer so interessant gesagt, dass die Medien gar nicht lügen. Lügenpresse ist viel zu kurz gesprungen. Es ist noch viel schlimmer. Sie haben kein Interesse an der Wahrheit. Also die Maschinerie der NATO, die wir zurzeit erleben, ist relativ einfach zu erläutern, aber schwer zu erkennen. Und ich möchte hier die Kunst des Krieges Sun Tzu zitieren. Das hat Thierry Messon in diesem Artikel auch gemacht. Den Feind gewaltsam zu unterwerfen,
ist nicht der Höhepunkt der Kriegskunst. Der Höhepunkt dieser Kunst besteht darin, den Feind zu unterwerfen, ohne einen einzigen Tropfen Blut zu vergießen. Und das ist interessant. Es geht also darum, und das sehen wir in der momentanen Bewertung aus den Medien, bei Leuten Empathien hervorzurufen, um ihre Aufmerksamkeit schlichtweg abzulenken und zu verbergen, was sie nämlich gar nicht sehen sollen. Das finde ich wichtig. Und sie beurteilen das, was sie sehen, mit den irrelevanten Informationen, mit denen sie dann gefüttert werden, in den Medien. Und auf diese Weise weiß man, dass man sie bringen kann, ohne zu lügen, ein anderes Weltbild zu sehen. Erinnert ein bisschen an die ganze Mikrobenpolitik, an die Maßnahmen, an die Kriegsschauplätze, die da hergestellt wurden, um in Wirklichkeit die Impfpflicht durchzusetzen, die Unterwerfung der Menschen voranzutreiben, das Maskentragen und so weiter. Aber wie funktioniert das in diesem Fall jetzt hier, Andreas, in der Praxis? Ja, man lässt einfach relevante Informationen weg. Das ist die Kunst der Propaganda. Stattdessen gibt es Narrative. Also zum Beispiel der Westen, den können wir ja beurteilen, der lastet zum Beispiel die gesamte Verantwortung für diesen Ukraine-Konflikt jetzt allein dem russischen Präsidenten Putin zu. Aber diese Version ist natürlich falsch, wenn man zum Beispiel die täglichen Berichte der Beobachter der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die sitzen in Finnland, westlich orientiert übrigens sehr stark, wenn man die beobachtet, also keine Ostdarstellung, sondern eine westliche geprägte Darstellung. Und dort erfahren wir, dass zum Beispiel am Nachmittag des 17. Februar, also vor dem Eintritt Russlands in den laufenden Krieg, bereits ein Angriff auf den Donbass, der ist ja noch ukrainisch, durch Kiewer Truppen stattgefunden hat. Nun passen diese durch die OSZE belegten Aussagen natürlich nicht zum bösen Russen-Narrativ und so hört man dann eher nichts in den Westmedien über zum Beispiel die 100.000 Zivilisten, die am 17. Februar 22, die bei den Angriffen ins Innere dann ins Donbass flüchteten oder nach Russland sogar flüchteten. Das passt natürlich nicht hin, wenn Ukrainer nach Russland flüchten oder sich in den tiefen Osten der Ukraine, nämlich in den Donbass, reinbringen. Also Messon erläutert in seiner Veröffentlichung zum Beispiel ein Treffen, und das finde ich sehr wichtig, am 5. September 2019 im Repräsentantenhaus. Spannend, das war auch zu der Zeit, als man zum Beispiel auch die Corona-Narrative aufgebaut hatte in Form dieses Sondereinsatzes, den man damals gemacht hatte. Wie hieß das noch? 201, glaube ich, hieß das, glaube ich. Das war dieses Manöver, dieses Corona-Manöver. Also, aber das hat hier aber natürlich nichts mit zu tun. Organisiert wurde dieses Treffen im Repräsentantenhaus im September 2019 von der RAND Corporation, also dem Think Tank der militärisch-industriellen Lobby der USA. Und das Ziel war es, von der RAND Corporation, den Parlamentariern in USA zwei Berichte vorzulegen, nämlich Russland erstens zu überfordern und zweitens aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das sind natürlich neue Informationen, die man so noch nicht gehört hat. Wie sollte das denn dann stattfinden? Naja, die Hauptidee ist, das hatten wir vorhin schon angesprochen, gegen Russland die Besonderheit zu verwenden, auf der Russland seine Verteidigung gründet. Also das muss man wissen. Es handelt sich ja bei Russland um ein gigantisches Territorium, das die Russen verteidigen, indem sie sich auf diesem Territorium bewegen. Man kann laut der RAND Organization die Russen aber dadurch erschöpfen, wenn man sie zwingt, ins Ausland zu ziehen. So einfach erscheint da die Strategie der USA. Ja, und wenn man sich das alles genau ansieht, dann fragt man sich natürlich, gibt es konkrete Hinweise zu den Auswirkungen und auch zu den Hintergründen? Naja, da gibt es schon eine ganze Menge. Also Messon beschreibt eine große Anzahl von Indizien und Beweisen seiner Annahmen. Zum Beispiel am 24. März 2022. Da wurde ein Video eines 22 Minuten langen Telefongesprächs zwischen dem britischen Verteidigungsminister Ben Wallace und Wallace heißt er, glaube ich, und zwei russischen Komikern veröffentlicht. Also einer der Russen, der gab sich in diesem Interview als ukrainischer Premierminister Denis Schimal oder Scheimal aus, den Wallace also nie getroffen hatte. Und jetzt kommt's auf die Frage, das war so ein Fake-Interview oder ein Fake-Telefongespräch, auf die Frage,
Welche Hilfe das Vereinigte Königreich Kiew beim Erwerb von Atomwaffen geben würde, antwortete der Verteidigungsminister Wallace, dass man die Ukraine als Freund bei jeder Entscheidung unterstützen werde. Also mit einem einzigen Satz fegte er also den Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen weg. Das finde ich schon sehr spannend. Und in Bezug auf von UK gelieferten Panzerabwehrraketen gab der Verteidigungsminister von England zu, dass sie nicht so gut funktionieren, aber dass sie jetzt auch Ersatzteile schicken in die Ukraine. Das heißt also, er gibt ganz klar die militärische Unterstützung der Ukraine zu. Aber vor allem in Bezug auf die NATO war Wallace' Sprache sehr weitschweifig. Also der britische Minister hatte tatsächlich die Ukraine erneut eingeladen, dem Atlantischen Bündnis beizutreten. Und nebenbei enthüllte er ganz ungewollt, dass das Vereinigte Königreich mehrere Jahre lang Militärausbilder in die Ukraine geschickt hatte, um die Armee dort vorzubereiten. Interessant. Nun ist es so, allein dieses Beispiel zeigt, wie kritisch die Situation hier mittlerweile ist und dass es offenbar noch Hintergründe gibt, die keiner kennt. Und Boris Johnson, der hat erreicht, dass dieses Video gesperrt wurde und nicht mehr auf YouTube zu finden ist und auch auf keiner Suchmaschine mehr gelistet wird. So berichtet es Messon in diesem Artikel. Finde ich extrem interessant. Das ist nur ein Beispiel von diversen anderen, die Messon hier anführt. Und man kann nur empfehlen, diese Perspektive auf der Seite von Voltairenet, Voltairenet kann man also auch in Deutsch, in allen Sprachen sehen, einfach mal zu lesen und abzugleichen mit den westlichen Darstellungen. Übrigens, man sollte wirklich beide Seiten sehen, um sich ein Bild zu machen. Da werden auch zum Beispiel die USA und Polen so ein bisschen genauer beleuchtet, wie da die Zusammenhänge sind. Ich finde, man sollte das wirklich mal durcharbeiten, um sich das eigene Bild zu machen. Ja, danke für diese Ausführungen. Sowas ist ja politisch nicht ganz korrekt in der heutigen Zeit, aber das Zitieren von Artikeln, das ist noch erlaubt. Und es ist eine andere Sichtweise, die hier auf dieses Themenfeld gerichtet wird. Und es ist immer gut, beide Seiten der Medaillen zu sehen oder sogar alle drei, wie du immer so schön sagst, den Rand nicht zu vergessen. Genau. Es gibt nicht nur vorne und hinten. Es kann auch noch mal sein, dass man die Münze sogar auf den Rand stellen kann. Mhm. Sprach der naturwissenschaftlich orientierte Co-Moderator hier. Andreas, es kommt gerade eine Eilmeldung bei Agrar heute rein. Und die ist für Deutschland keine gute Meldung. Denn es heißt hier, der Bundesrat gibt die Bracheflächen in Deutschland, entgegen den Vorschlägen der EU übrigens, nur zur Futternutzung frei. Das heißt, die ökologischen Vorrangflächen in Deutschland, wo die Bauern hier schon vielfach sich gemeldet haben und gesagt haben, warum sind die stillgelegt? Wenn wir die bewirtschaften dürften, könnten wir wesentlich mehr Ertrag haben. Die sind nicht zur Bewirtschaftung freigegeben worden. Lediglich eine Futternutzung und vorgezogene Beweidung wird in diesem Jahr zur Entlastung der Agrarmärkte erlaubt. Das hat eben gerade der Bundesrat in Berlin entschieden. Die Länder stimmten damit mehrheitlich für einen von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vorgelegten Verordnungsentwurf und sie folgten nicht der Empfehlung des Agrarausschusses im Bundesrat, die ökologischen Vorrangflächen ausnahmsweise vollständig zur Bewirtschaftung freizugeben, eben angesichts dieser Lebensmittelkrise, die nicht nur schon eingetreten ist, sondern sich noch verstärken wird. Wenn wir darüber nachdenken, dass eben Russland und auch die Ukraine die größten Weizenlieferanten eigentlich mit für die Welt sind, neben Nordamerika und eben in diesem Jahr da nicht viel zu erwarten ist. Und die Möglichkeit, heißt es hier in der Meldung von Agrar heute, die Möglichkeit zum Beispiel zum Anbau von Mais hat die EU-Kommission Ende März im europäischen Recht geschaffen. Deutschland macht von der Option aber keinen Gebrauch. Das heißt, auch hier ist in der EU vieles möglich, aber nicht in Deutschland. Das steht nun nach einem heftigen politischen Streit zwischen den Ländern und dem Bund fest. Und vielleicht noch eine Hintergrundinformation.
der von der EU-Kommission erlaubten Lockerung der Bracheregeln sind die Versorgungsengpässe aufgrund des Ukraine-Krieges durch die Freigabe der Bewirtschaftung von insgesamt rund 4 Millionen Hektar in der EU will die Kommission dazu beitragen, die Futtermittelmärkte zu entspannen. Aber Herr Özdemir konnte seine ablehnende Haltung gegenüber dieser Option aufgrund der Abstimmungsregeln im Bundesrat durchsetzen. Wären die Länder mehrheitlich der Empfehlung des Agrarausschusses gefolgt, hätte Özdemir die vom Bundesrat so geänderte Verordnung vermutlich nicht verkündet. Also man wundert sich, dass die Bauernverbände sich von einem Landwirtschaftsminister nach dem anderen regelmäßig nur in den Hintern treten lassen. Es ist wirklich unfassbar. Deutschland mit einem so fruchtbaren Land, wir haben so oft drüber gesprochen, in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, da liegen Brachflächen blank. Aber man führt hier offenbar eine Hungerpolitik gegen Deutschland von deutschen Politikern. Wie anders soll ich es werten? Aber wenn sie sich da mal nicht ins eigene Fleisch geschnitten haben, es könnte nämlich sein, dass irgendwann die Deutschen auch auf die Straße gehen und schreien, Putin, Putin, hilf uns, weil sie eben nichts mehr zu essen haben. Ich frage mich wirklich, wie dieses ganze Theater überhaupt noch zu rechtfertigen ist. Und ich frage mich vor allem, wie die Medien dieses Ding einfach so unkommentiert mehr oder weniger laufen lassen. Das sind ja alles Skandale aneinandergereiht. Jeden Tag ohne Ende Skandale. Und dieser Skandal wird nicht aufgedeckt. Unfassbar. Und es heißt hier auch, also offenbar hat Olaf Scholz als Kanzler entweder wirklich eine ganz minimale Rolle nur noch oder sein Einfluss schwindet oder man will ihn nicht hören. Denn am Vorabend der Sitzung des Bundesrates, also gestern, hatten Kanzler Scholz und auch die Ministerpräsidenten der Länder noch die strategische Bedeutung der Landwirtschaft hervorgehoben. Deutschland treffe eine humanitäre Verpflichtung, einen Beitrag zur weltweiten Versorgungssicherheit zu leisten, hieß es im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. Aber auch aus diesem Kreis schaffte es die Freigabe der Bracheflächen nur bis in die Fußnoten. Andreas, da könnte man ja im Prinzip Deutschland auch schon wieder einen Strick draus drehen und könnte sagen, also ihr kommt eurer humanitären Verpflichtung eben nicht nach, einen Beitrag zur weltweiten Versorgungssicherheit zu leisten. Ja, natürlich, aber wir bewegen uns sowieso in einem Irrenhaus und nicht nur, dass die Welt sich gegen Deutschland immer mehr aufstellt und mehr oder weniger Deutschland auch verurteilt und auch in einem schlechten Licht rückt. Die größten Feinde Deutschlands sind tatsächlich in Deutschland selbst zu finden. Und wenn wir sehen, wie diese Massenabrichtung stattfindet in den Schulen bei jungen Leuten. Das sehen wir daran, dass jetzt zum Beispiel, ich glaube in Baden-Württemberg, 16-Jährige jetzt auch wählen dürfen, weil man versucht, die Menschen, denen man quasi das Gehirn rot-grün durchgewaschen hat, durchgeschleudert, durchgekerchert hat, dass die jetzt natürlich an der richtigen Stelle das Kreuz machen in der letzten Generation, die sich selbst irgendwie in einer Untergangssekte befindet. Und das ist wirklich Wahnsinn, was wir hier gerade erleben. Ja, und es gibt ja auch, wir haben es neulich gesagt, neue Namen in der Öffentlichkeit, die sich um die Energiesicherheit Europas, aber speziell Deutschlands kümmern sollen, wie zum Beispiel Professor Edenhofer, Ottmar Edenhofer vom, wo ist er, Paul-Ehrlich-Institut? Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und dieser Ottmar Edenhofer, Klimaökonom, der hat sich jetzt ausgesprochen, eben auch dafür, dass Europa sich den Vorschlägen von Robert Habeck doch anschließen müsse, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Und er sagt also hier mit großem Respekt, das Ministerium von Habeck legt ein beeindruckendes Tempo vor, um die Herausforderungen der Energiewende anzugehen. Ach so, nee, das ist die Frau Grimm, die das sagt, die steht mit Edenhofer da zusammen, ist Mitglied im Sachverständigenrat für Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und sie sagt also vor dem Hintergrund, dass aktuell viele andere Handlungsfelder mit großer Dringlichkeit das Ministerium beschäftigen dürften, allen voran der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, sei das beeindruckend, was der Herr Habeck so alles jetzt auf die Beine stellen würde. Und die Frau Grimm und der Herr Edenhofer, die haben einen Gastbeitrag für das Handelsblatt geschrieben. Und Herr Edenhofer sprach von einem wichtigen Paket, mit dem der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangehen könnte.
Aber sie vermissen, sie nennen das übrigens das große Osterpaket, und sie vermissen die europäische Perspektive. Wörtlich heißt es hier, der Krieg zwingt uns, unsere Potenziale in Deutschland zu heben, aber auch in Europa. Deutschland müsse verstärkt die Kooperation der europäischen Nachbarländer beim Ausbau der erneuerbaren Energien suchen. Hier würde man sich wünschen, dass das ambitioniert vorangetrieben wird. Wir haben ja nun viel darüber berichtet, wie andere Länder nur noch mit dem Kopf schütteln angesichts der grünen Agenda für Deutschland. Ja, weil es sind natürlich keine Wissenschaftler in der Naturwissenschaft, die das machen, sondern das ist ein Klimaökonom. Man achte auf die Feinheiten. Der stellt gar nicht mehr in Frage, ob der Klimawandel stimmt oder nicht, ob das passt oder nicht, ob es da Widersprüche gibt oder nicht. Das versteht er nämlich gar nicht, weil er nämlich Ökonom ist. Das ist genau wie Herr Lauterbach eben nicht als Epidemiologe arbeitet, sondern als Gesundheitsökonom. Das ist interessant, dass der Begriff der Ökonomie immer wieder bei den Experten in den führendsten Etagen am meisten präsent ist. Und Ökonomen sind im Normalfall diejenigen, die man auch findet in Lobbyverbänden. Denn das sind ökonomische Strukturen, und zwar ausschließlich. Und daran erkennen wir im Prinzip, welches Geisteskind dahinter steht und dass es um die Umsetzung einer Agenda geht und nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse, die man entsprechend einsetzt. Es heißt ja in manchen Prophezeiungen, dass am Ende dieser alten Zeit die Wissenschaft zusammenbrechen wird, dass also auf der ganzen Welt der Respekt vor wissenschaftlichen Arbeiten nicht mehr vorhanden sein wird. Angesichts all dieser Dinge, die wir hier erleben, kann ich es mir inzwischen fast vorstellen. Ja, also man muss dazu sagen, es gibt viele Wissenschaftler, die wirklich ernst sind und die ich ernst nehme und die darunter leiden unter dieser Art, dieser Auftragswissenschaft und dieser ergebnisgebundenen Situation. Und ich würde dazu auch gerne noch mal ein Video von mir mit einstellen, wo ich dieses Thema vor, ich glaube, einem halben Jahr mal dargestellt habe. Es ist sehr interessant, aber die Wissenschaftler haben mittlerweile gar kein offenes Gehör mehr für die Menschen, sondern es sind nur noch die entsprechenden Funktionäre. Ich will noch ganz kurz, bevor wir hier zu Ende kommen, die Pläne oder Vorschläge äußern und euch noch hier berichten, die Herr Edenhofer und Frau Grimm gehegt und vorgeschlagen haben. Sie möchten jetzt in Europa einen Emissionshandel für Verkehr und Wärme etablieren. Und zwar sei dies der Pfad, um die Abhängigkeit von Öl und Gas zu reduzieren. Und konkret heißt das, als Alternative zu einem Importstopp für Öl und Gas aus Russland brachte Herr Edenhofer erneut eine Steuer auf russische Energieimporte ins Spiel. Im Sinne einer möglichst wirksamen Durchsetzung sollte sich Europa gemeinsam darauf einigen. Einnahmen aus der Besteuerung könnten zumindest teilweise in einen Treuhandfonds gezahlt werden, der dann später für den Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung stünde. Und er sagt, auch der Import von Gas könnte besteuert werden. Allerdings habe Öl eine wesentlich höhere Bedeutung für den russischen Staatshaushalt als Gas. Ja, eine Verquirlung aller Themen, die immer nur in eine Richtung der Ideologie abdriften. Es ist einfach ein Irrenhaus, was wir hier haben. So, und aus diesem Irrenhaus wollen wir uns jetzt für dieses Wochenende verabschieden von euch. Haltet einfach durch, denkt an diesen Satz, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Dennoch Obacht geben und vorsorgen. Andreas? Kriege ich einen Kaffee heute von dir? Den bekommst du, werde ich jetzt gleich nach meinem Gepfeife, werde ich dir den anordnen hier. Basteln. Anordnen, basteln. Alles Liebe aus Kanada. Ciao, ciao. Tschüss, bis später.